Rettungskräfte auch so nah wie möglich an die Unfallstelle heran, die auf ungefähr 1400 Meter liegt und wie gesagt ganz schwer zugänglich ist. Die Trümmer sind weit zerstreut. Einige hat man vom Hubschrauber aus gesichtet auf 2700 Meter Höhe. Es wird ein Wettrennen hier mit der Zeit, weil man auch für heute Abend, für heute Nacht mit Schnee, Regen und schlechten Wetterbedingungen rechnet. Das heißt, die Hubschrauber könnten dann auch nicht mehr fliegen. Hoffnung auf Überlebende gibt es überhaupt nicht mehr, oder? Man muss, glaube ich, sagen, leider nein. Es gab kurz die Meldung von jemandem der Rettungskräfte, der gesagt hat, man habe aus dem Hubschrauber einen Körper gesehen, der sich bewegt habe. Aber hier haben die offiziellen Stellen, zunächst auch zuletzt der Staatsminister für Verkehr der französischen Regierung, ganz klargestellt, es gibt keine Überlebenden bei diesem Unglück. Man hat die Blackbox gefunden. Es sind 10 Gerichtsmediziner hier auf dem Weg, um die Leichen, wenn sie denn geborgen werden, zu identifizieren. Damit rechnet man nicht vor morgen. Man hat hier im Dorf nebenan ein Zentrum eingerichtet für die Familien zur Betreuung. Denn man geht natürlich davon aus, dass die Familien hier auch hinkommen werden an den Ort. Vielen Dank für diese Information, Theo Koll.